So, einer Bank gratuliert man nicht. Eine Bank ist was zum Hinsetzen. Aber es gibt im Sprachgebrauch eine Bank, wenn von jemandem die Rede ist, der ganz einfach sich keine Blöße gibt. Kennst du einen? Ich kenne einen, der heißt Neumeier. Okay, ja. Wo ist der? Na, der steht neben mir. Okay. Und der ist also ein Garant für ein super Mannschaftsergebnis. Ist ja nicht ganz neu. Ja, ich freue mich drüber. Ich war früher gerne im deutschen Team Startspringer und habe dort auch schon richtig gute Leistungen gebracht, gerade wenn ich jetzt zurückdenke an Olympia zum Beispiel. Und im Moment läuft es bei mir sehr gut. Ich habe heute wieder das Vertrauen gekriegt, die Mannschaft in die richtige Spur zu schicken, anzufangen. Und ich denke, ich habe heute einen wahnsinns ersten Sprung gehabt. Das war, glaube ich, mein bester Sprung seit langem. Sogar besser wie in Vikersund, wo ich geflogen bin, denke ich. Und der zweite war immer noch sehr brauchbar. Und Gesamtleistung vom Team, dritter Platz. Podestplatz erreicht, haben wir uns vorgenommen, deshalb sind wir alle happy und können grinsen. So, aber wie ich dich kenne, guckst du natürlich auch schon über den Zaun hinweg in Richtung Weltmeisterschaften. Die Slowenen haben 4 fast gleichwertige Springer. Die Österreicher haben Sorgen. Die Norweger sind sich auch nicht so ganz sicher. Also, wie schätzt man das bei den Deutschen ein? Die Nummer 4 ist vielleicht auch noch ein bisschen ein kleiner Problemfall, oder? Also erstmal muss man sagen, Slowenien hat heute 8 sensationelle Sprünge gemacht. Die haben heute verdient gewonnen. Echt Hut ab, das war eine saustarke Leistung. Österreich würde jetzt mal noch nicht so auf die Waagschale legen. Da sind noch einige Leute beim Trainieren und auch noch nicht vielleicht die Top-Besetzung heute gesprungen. Vielleicht kommen sie noch top in Form zur WM. Die muss man immer auf der Rechnung haben. In Norwegen sowieso, starke Mannschaft, hat uns jetzt im Nationencup überholt. Ist jetzt Zweiter, wir sind Dritter. Weinendes Auge aus deutscher Sicht, aber egal, wir werden dranbleiben. Und Deutschland, denke ich, ja, wir haben eine gute Mischung. Manchmal bringt der eine eine Top-Leistung, manchmal der andere eine Top-Leistung. Und es ist aber keiner dabei, der patzt im Moment. Und das ist eine absolut gute Ausgangssituation. Und wir haben zum Beispiel in Kuusamo gehabt, einen Andreas Wellinger, der uns den Sieg eigentlich schon vorgesprungen hat, der da allen um die Ohren geflogen ist. Und heute habe ich mal eine gute Rolle spielen können, als Startspringer da die Deutschen zumindest, sage ich mal, für einen Podestplatz gleich mal ins Gespräch zu bringen. Und von dem her hoffen wir, dass wir das so weiter hinkriegen. Nimmt der Michael Neumeier vielleicht den Andreas Wellinger dann auch mal in den Arm und sagt, Andi, das passt schon, das wird schon, mach deine Sache. Im Arm genommen habe ich nicht, aber ich habe ihm gratuliert und habe gesagt, ordentliche Leistung. Und so ist es auch. Man soll nicht die Bäume in den Himmel wachsen lassen und er bringt immer noch sensationelle Leistung, hat einen Traumwinter und er soll das genießen. Und wenn es wieder drauf ankommt, hoffen wir, dass er vielleicht nochmal über sich hinauswachsen kann. Und in Bälde kommt es drauf an. Alles Gute, bleib danke. So gut, wie du bist. Danke, ich hoffe, ich kann's. Ja. Danke. Gut? Ja.